Die Poker Patrol meldet sich ein weiteres Mal zurück hier aus dem Main Event der World Series of Poker Europe aus Berlin und wir gehen so langsam Richtung Geld. Die Bubble-Phase steht uns unmittelbar bevor. Aktuell sind noch 35 Spieler im Turnier, 32 werden bezahlt, der Mincash ist 20.000 Euro und wir haben noch 6 Deutsche im Spiel. Wer ist denn noch alles dabei? Ich habe zum Beispiel Dominik Nietzsche gesehen, der sich ja vor kurzem verdreifachen konnte. Außerdem ganz, ganz dick im Geschäft, Kilian Kramer, einer der Chipleader aktuell. Dann haben wir noch Robert Zipf, der schon den ganzen Tag seinen Shortstack grindet hier. Außerdem mit dabei Tobias Ziegler. Und natürlich nicht zu vergessen Nikolaus Deichert, der auf der Jagd nach seinem zweiten Bracelet ist. Und Mario Puccini als letzter Deutscher auch noch im Rennen hier mit dabei, um das ganz große Geld. Ich denke, so wie wir die Bubble-Phase kennen, wird das wahrscheinlich so, naja, eine ganze Weile dauern, müssen wir mal abwarten, lässt sich jetzt noch nicht absehen, aber für gewöhnlich wird es dann immer relativ zäh. Ihr könnt... Toll, jetzt versaut uns der Achtmann die Moderation. Ich gehe mal ran. Ja. Alles klar, willkommen. Oder? Wieder mal. Chef. Chefe. Was geht's denn bitte? Poker Patrol. Anweisung vom Headquarter. Der Poker Patrol Einsatz wird heute Abend hiermit beendet. Gute Arbeit, Männer, auch wenn man euch luschend ab und zu mal in den Arsch treten muss. Die Abrechnung erfolgt ebenfalls umgehend im Headquarter. Also, Männer, auf geht's. Chef, geht da auch ein bisschen was in Cash? Logisch, wenn ihr wollt. Ja! Sensationelle Neuigkeiten. Leute, ihr habt's gehört, wir haben Feierabend, aber nur für heute. Aber heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Die Poker Patrol macht Schluss. Alle Updates gibt's ab sofort auf hochgepokert.com und ich würde sagen, auf dem letzten Abend gönnen wir uns nochmal ein ganz gemütliches Bier, oder? Ja, aber nur eins. Klingt gut. Viel Spaß noch.